Erinner dich an das, was du als Kind am liebsten gemacht hast. Darin liegt auch meist ein großes Potenzial. Kreativität ist ein dynamischer Prozess und keine Einbahnstraße. Kreativität lebt von Vielfalt und Austausch. Indem du dich in mehreren kreativen Sparten betätigst, erweiterst du deine Ausdrucksmöglichkeiten, gewinnst neue Perspektiven und schaffst Synergien, die deine künstlerische Arbeit bereichern. Nutz die Vielfalt der Kreativität, um deine Fähigkeiten zu entfalten und ein facettenreiches, inspirierendes, erfülltes und glückliches Leben zu führen. Aloha und herzlich willkommen zum Butterfly Schreib dein Buch Podcast. Hier bekommst du wöchentlich tolle Snacks und Impulse rund um das Thema Buchschreiben, Vermarkten und Veröffentlichen. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge beim Butterfly Podcast zu den Themen Buchschreiben, Buchveröffentlichen und Buchvermarkten. Warum Kreativität keine Einbahnstraße ist und wie dein Schreiben von anderen kreativen Tätigkeiten profitiert, darüber will ich heute mit dir sprechen. Du hast bestimmt schon einmal diesen Tipp gehört, dass du dich auf eine Sache konzentrieren und fokussieren sollst, damit diese auch wirklich erfolgreich wird. Das ist das Credo von vielen Coaches, von vielen Trainern. Diese Synergien ermöglichen es dir, deine Fähigkeiten in mehreren Bereichen zu verbessern und komplexe, nuancierte Werke zu schaffen. Wenn du in anderen kreativen Branchen auch nur kurz schnupperst, kannst du deine Erfahrungen erweitern und es kommen dir bestimmt komplett neue Ideen für deine Geschichten oder auch für das Umsetzen von einzelnen Szenen. Kreative Blockaden sind eine Herausforderung, die jeder Künstler kennt. Wenn du jedoch in mehreren Disziplinen tätig bist, kannst du diese Blockaden leichter überwinden. Wenn du zum Beispiel in einem Bereich feststeckst, kann dir die Arbeit an einem anderen Bereich neue Energie und viel Inspiration liefern. Ein Musiker könnte zum Beispiel durch das Schreiben von Gedichten oder das Zeichnen neue Impulse für seine Musik finden. Eine Autorin im Malen von Bildern besser im Beschreiben von Farben, Landschaften und Figuren werden. Flexibilität hilft dir, kontinuierlich kreativ zu bleiben und trotzdem neue Wege zu finden. Außerdem fühlt es sich nicht wie Prokrastination an, denn du tust ja was Sinnvolles und Produktives, das deine Synapsen anregt und die Kreativität auch beim Schreiben fördert. Dadurch wirst du dich auch in Phasen, in denen du nicht schreibst, wohlfühlen und keine Gewissensbisse haben, was dein allgemeines Befinden sehr stark verbessern wird. Verschiedene kreative Tätigkeiten ermöglichen dir den Zugang zu unterschiedlichen Netzwerken, Gemeinschaften und Menschentypen. Der Austausch mit anderen Kreativen aus anderen Branchen kann dir ebenfalls wertvolle Einblicke und Unterstützung bieten. In Schreibgruppen, Künstlerkollektiven, Theatergruppen und Musikbands findest du Gleichgesinnte, die deine Leidenschaften teilen und dich inspirieren können. Die Zusammenarbeit in verschiedenen kreativen Kontexten erweitert deinen Horizont und bereichert dein künstlerisches Schaffen. Vielleicht entwickeln sich daraus sogar große gemeinsame Projekte, die alle, die daran teilnehmen, erfolgreich machen. Branchenvernetzung ist gerade im Bereich der Kreativität wichtig und kann dich auf die Überholspur bringen. Kreativität ist nämlich nicht nur eine Fähigkeit, sondern ein wesentlicher Bestandteil deiner persönlichen Entwicklung. Indem du verschiedene kreative Tätigkeiten ausübst, förderst du deine Selbstwahrnehmung und auch dein Selbstbewusstsein. Jede Disziplin bringt eine ganz andere Herausforderung mit sich und lässt dich wachsen. Und jede Disziplin hat andere Erfolge. Dieser ganzheitliche Ansatz hilft dir, ein erfülltes und ausgewogenes Leben zu führen. Denn Kreativität liegt einfach in der menschlichen Natur. Wir wollen uns ausdrücken. Wir wollen kreativ sein. Schon ganz kleine Kinder tanzen, singen und malen gerne. Es ist etwas völlig Natürliches, das wir nur mit der Zeit auf dem Weg zum Erwachsenerwerden oft aus den Augen verlieren. Entfach deine Kreativität einfach neu. Erinner dich an das, was du als Kind am liebsten gemacht hast. Darin liegt auch meist ein großes Potenzial. Kreativität ist ein dynamischer Prozess und keine Einbahnstraße. Kreativität lebt von Vielfalt und Austausch. Indem du dich in mehreren kreativen Sparten betätigst, erweiterst du deine Ausdrucksmöglichkeiten, gewinnst neue Perspektiven und schaffst Synergien, die deine künstlerische Arbeit bereichern. Nutz die Vielfalt der Kreativität, um deine Fähigkeiten zu entfalten und ein facettenreiches, inspirierendes, erfülltes und glückliches Leben zu führen. Denn Kreativität kennt keine Grenzen. Und das ist genau das, was sie so wertvoll macht.
Auch ich schreibe nicht nur, sondern ich spiele Klavier, ich male Ölbilder, zeichne, komponiere Songs und singe und tanze durch die Wohnung. Ich treffe mich gern mit anderen Künstlerinnen und Künstlern aus anderen Sparten zum Austausch. Lass dich also niemals entmutigen von manchen Thesen, die etwas anderes sagen. Sei kreativ, erfreu dich an der Kunst anderer und an deiner Kunst. Hab Spaß, erweitere deinen Horizont und verliere nie die Freude an der künstlerischen Tätigkeit, egal welche das sein mag. Das Leben ist zu kurz. Lebe es so bunt wie möglich. Alles Liebe und bis bald. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dir haben die Tipps gefallen und wünschen dir viel Freude bei der Umsetzung. Ja, wenn du mehr von uns möchtest, dann folge uns auch gerne auf Instagram. Du findest uns dort unter Bookerfly oder schaue vorbei auf www.bookerfly.club.